nachdem auf einigen Plattformen gepostet worden ist, dass Katja K. OF hat, dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe lange drauf gewartet und Leute, endlich ist der Moment gekommen. Dann habe ich den Preis gesehen und war ein bisschen erschüttert. Also würde ich sagen, gönnt mir einfach jede zu Ende geschaute Werbung. Vielen Dank im Voraus. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der Katja K. nicht kennt. Ich würde den Namen sogar noch nicht mal aussprechen, weil ich Angst habe, dass das Video sich nicht monetarisieren lässt und ich am Ende den Preis nicht zurückbekomme. Credits gehen raus an jemanden, ich weiß nicht, wie er heißt, der mich zu diesem Video inspiriert hat. Wenn jemand Colty und Larissa kennt, die haben nämlich selbst ein OF und dieser Typ hat dazu eine Review gemacht. Ich habe so abgefeiert. Das muss schon länger her gewesen sein. Mindestens 8 Monate. Nun ist der Moment endlich gekommen, wo jemand hier in Deutschland Influencer OF hat. Und ich bin voll dafür da. Katja K. ist eine YouTuberin und ist bekannt geworden durch... Jetzt bin ich in ihrem Mund. Ich würde es eher beschreiben, sie hat eher exklusiven Content gemacht. Und nun rappt sie wohl auch und soll damit ganz erfolgreich sein. Hatte auch schon ein paar Kooperationen mit anderen 0815-Rappern, die mir persönlich einfach nichts sagen. Nachdem ich erstmal die Ankündigungen gesehen habe von anderen Plattformen, habe ich mir gedacht, okay, gehen wir mal auf ihre Instagram-Seite und ich sehe ein Ankündigungsvideo. Kommt, schauen wir uns das doch mal gemeinsam an. Hi Leute, was geht ab? Hier ist eure Boss Bitch, eure Mami und die Baddest Bitch. Die Bitch. Und heute werde ich es euch endlich sagen, ihr habt mich alle therapiert. Wer hat sie therapiert? Fans, meine Freunde in der Szene haben mich alle gefragt und gesagt, mach das doch einfach, das ist deine Plattform, das ist genau das, was du brauchst. Da dachte ich ehrlich gesagt an Filme für Erwachsene auf eine ganz andere Seite. Und ich habe keine Ahnung, die ganze Zeit darüber hinweggeschaut, aber langsam reicht's. Ich werde auf jeder Plattform immer gesperrt oder unterdrückt oder einfach, ey, du darfst das nicht machen, ich krieg E-Mails, es ist zu viel Haut, zeig keinen Ausschnitt. Kann man sich vorstellen, dass Social Media auch von Jugendlichen genutzt wird? In Amerika ist es komischerweise erlaubt, da sieht man ja sehr viele freizügige Bilder, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Jetzt wird mir einiges klar, weil die wussten, dass Deutschland in puncto halt so prüde ist. Es erleuchtet mir. Aber bei mir ist es nicht erlaubt und das ist einfach das Ding. Und das stört mich extrem. Ihr wisst, wie ich bin. Ihr kennt die alte Katja. Ihr kennt die Katja von früher. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, da saß bestimmt der CEO von Instagram und dachte sich, boah, heute habe ich richtig Bock, Katja zu ärgern. Ganz kurz, ich muss kurz wirklich dazu was sagen. Instagram versucht, gegen alle anzugehen. Das ist auch deren gutes Recht. Das ist Instagram mit den eigenen Regeln. Aber ansonsten muss ich zugeben, dass ich das völlig gerechtfertigt finde, was Instagram macht. Gerade weil es eben von Jugendlichen genutzt wird, bin ich der Meinung, dass für Katja einfach andere Plattformen besser geeignet sind als Instagram. Und das Geile ist auf OnlyFans, man kann da übertrieben geile Livestreams machen. Ich könnte endlich wieder twerken. Ah, okay. Und das ging vor OnlyFans nicht? Also es geht erst mit OnlyFans. Vorher konntest du es nicht machen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er mit OnlyFans dann einfach motiviert wird zu twerken. Das ist wie bei Relaxo von Pokémon, wenn da Essen hingehalten bekommt. Also ich kann schon nachvollziehen, dass OnlyFans da auf jeden Fall ein bisschen motiviert, ja. Ich kann meine Beiträge machen, wie ich möchte. Ich muss nicht aufpassen, sieht man was, sieht man nichts. Ich kann einfach posten, was ich geil finde. Ich kann Videos machen, die ich geil finde. Und vor allem, man kann Privatmessages schicken mit privaten Videos. Und das finde ich am geilsten. Also, das hört sich wirklich sehr vielversprechend an bis jetzt. Private Messages, falls es jemand noch nicht wusste, ich bin einfach ein Pro auf dem Gebiet. Fragt sich vielleicht, warum. Ihr schaut mal mein Video an, was ich mal da in der Vergangenheit über OF gemacht habe. Es ging um eine Analyse. Über Private Messages kannst du extra noch Geld absacken. Sie hat es in dem Video nicht klar erläutert, ob sie dafür auch noch extra Geld einsackt, aber die meisten OF-Girls sacken durch Private Messages sehr, sehr viel Geld ein. Also ich kann euch jetzt schon sagen, dass wenn jemand Geringverdiener ist, der kann sich Katja auf jeden Fall nicht leisten, okay? Und ich gehöre zu den Geringverdienern. Also 25 Dollar knapp. Der Preis ist verdammt happig und ich bin gespannt, was man da zu sehen bekommt, weil laut Katjas Aussage, das hat die schon sehr würzig erzählt und ich stelle mir wirklich vor, dass man da alles sieht. Dafür ist es erstmal nötig, dass ich meinen Computer raushole. Das ist jetzt meine Kreditkarte und ich will nicht lügen, das tut mir echt weh. Also Leute, ich bin jetzt hier auf der Seite, ich muss mir erstmal kurz ein Profil einrichten und die Straße eingeben. Okay Leute, meine Kreditkarte ist drin und jetzt werden wir das Profil suchen gehen von der Katja. Mal gucken, ob ich das so finde. Hier sehen wir jetzt ihre Seite, Leute. 24,99 im Monat. Gucken wir uns erstmal ihre Bio an, was sie hier schreibt. Sie schreibt hier einmal auf Englisch und auf Deutsch ist Sea Time.
alles private, mein privates Leben behind the scenes, meine Sex Stories und mein Body Yordi. Hier gibt's Content nur für Special Members, Content, den ihr nirgendwo anders hochladen, den ich nirgendwo anders hochladen kann. Exclusive, Baby, und seid schnell, weil die Baddest Katja antwortet auf jede DM. Oh, das ist aber vielversprechend, du Katja, dann können wir so ein bisschen was starten. Okay, wir gucken uns unten kurz die Posts an. Immer schön in der Wanne shaken. Guten Morgen, also ich schlafe immer nackt. Und ihr? Also das hier bedeutet für mich auf jeden Fall, ich sehe safe alles. Alles. Wirklich alles, okay? Im Profil zufolge würde ich sagen, man kann da mehr sehen. Okay, abonnieren wir jetzt einmal für $24,99 im Monat. Junge, wollen die mich verarschen? Ich werde sogar $30. Die ziehen einfach $30 von mir ab, weil auch noch scheiß Texte dazu kommen. Oh, ich kann das nicht glauben. Ich muss echt sagen, dafür, dass die 25 Bilder erst drin hat, ist das verdammt viel. Katja, wirklich, ich schwör's dir, drück mal deinen Preis ein bisschen. Du hebst ab. Okay, ich habe jetzt bezahlt, scheiß drauf. Nach dem Video, guckt das Video gerne nochmal an, damit ich das Geld bitte wieder reinbekomme. Bitte, ich flehe euch an. Hier gibt es ein Bild mit 875 Likes. Das bedeutet, 875 Leute haben sie auf jeden Fall abonniert. Dein Ernst? Ich habe jetzt einfach $30 dafür bezahlt, dass ich einfach nicht sehe. Das erste Bild, was ich hier sehe, ist einfach, wie sie in der Badewanne ist, ihr Hintern zur Seite und Wasser prasselt auf ihren Hinterteil. Das war's. Mehr gibt es nicht zu sehen. Wisst ihr, Leute, ich würde es euch an der Stelle wirklich gerne zeigen, aber YouTube wird da Probleme machen und die andere Sache ist aber halt auch, dass das illegal ist, wenn ich ihren Content klaue und das hier auf YouTube einfach veröffentliche, weil halt andere dafür bezahlen. Aber ich kann euch wirklich sagen, ich sehe hier nur ihren Hintern, macht keinen Unterschied, man hat sie auch ziemlich oft im String gesehen, macht für mich absolut keinen Unterschied. Ein Video von der Dusche, wo man absolut nichts sieht, absolut nichts, ich habe das Video nämlich schon von jemand anderem bekommen. Sehe einfach hier, auf dem Bild sehe ich einfach nur ein Bild von unten geschossen, wo man ihre Underboobs sieht, die heftig bearbeitet worden sind, retuschiert worden sind. Hat sie die Narbe weggemacht? Es sieht auf jeden Fall retuschiert aus mit so einem Weichmacher. Ja, okay, das könnte interessant sein. Auf dem Video, wo sie sagt, du liegst unter mir, sehe ich absolut nichts, außer wie sie versucht zu twerken. Boah, Junge, ich kann einfach nicht glauben, dass ich dafür $30 ausgegeben habe. Ich kann nicht mehr. Einfach für eine Sprachmemo, wo sie sagt, dass ihre Zähne putzt. Ein Video, wo ihr Rock so hochgezogen ist, dass man das Pöpöchen sieht, wo sie nur so ein ganz klein bisschen rumschägt und ja, weiter die Treppen hochgeht, das war's. Ein Foto, wo ihr Hinterteil zu sehen ist, ein Foto wieder, wo ihr Hinterteil zu sehen ist, ein Bild, warte, was ist das? Ein Video, wo sie am Finger lutscht, sehr interessant, und ihre Zunge so ausstreckt. Ich weiß nicht, was das implizieren soll. Ich bin einfach eine heilige Mutter Maria. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und dass sie darauf Tipps bekommt, ist für mich so okay. Okay, Tipps hier. $315 hat sie einen Tipp bekommen für ein Bild, wo sie schreibt, ich liebe es, mich nass zu machen. Da sieht man absolut nichts. Gar nichts. Also sie ist sogar angezogen unter der Dusche. Also ich habe ein bisschen mehr erwartet, gerade weil sie das so hoch angepriesen hat. Das, was du hier zeigst, kannst du auch locker auf Instagram zeigen. Dafür wirst du nicht gebannt. Ich sag euch ehrlich, an wen mich Katja gerade ein bisschen erinnert. An diese Bella Throne. Das ist voll der Scam für mich. Ich habe eine direkte... Oh, wartet mal ganz kurz. Will sie mich verarschen? Wisst ihr, wenn ihr jemanden abonniert, ist so, wenn ihr jemanden auf OnlyFans das erste Mal abonniert, kann derjenige, also der Creator, es so einstellen, dass ihr eine spezielle Nachricht für alle, einfach auf alle abgestimmt, einmal abschicken könnt. Direkt, wenn ihr abonniert habt. Und sie sagt, ihr zahlt nur einmal im Monat einen Preis, einen niedrigen Preis und habt dafür aber den Content free. Das heißt, ihr habt für einen kleinen Preis viel mehr. Das Komplettpaket Charge und das total günstig ist. Und dann sehe ich, bekomme ich von ihr ein Video, wofür ich 10 Euro zahlen soll. Schön, dass du hier bist, hat sie geschrieben. Habe ein kleines Willkommensvideo für dich. Genieß es, Baby. Hallo. Ich dachte, man bekommt alles für diese
25 Dollar. Also so hat sich das für mich zumindest so angehört. Ich habe gedacht, ich hätte so ein bisschen Sexy Time mit Katja machen können. Und jetzt? Du hast einfach meine Welt zerstört, Katja. Ob ich von Katja noch eine Nachricht bekommen werde, keine Ahnung, werden wir sehen. Katja, ganz ehrlich, engagiere mich als deine Managerin. Erstens, du kannst dein Profil auf jeden Fall optimieren. Solltest auf jeden Fall reinschreiben, wenn du nicht komplette postest. Hier kann man nichts von entnehmen, man kann auch nichts davon entnehmen, ob du das in der DM machst. So, ich persönlich, du hast mich abgeschreckt. Ich habe 25 Dollar bezahlt. Das, was ich auch bei mir in der Wanne machen kann und sehen kann, indem ich mir einen Spiegel vorhalte. Würde man mich jetzt ernsthaft fragen, lohnt sich das, das Paket zu kaufen? Ich sag euch nein. Nein, es lohnt sich nicht, weil ihr einfach so viel mehr mittlerweile auf anderen Plattformen zu sehen bekommt. Wenn man Hardcore-Fan von ihr ist, macht ruhig. Katja, und ich muss auch dazu sagen, du hättest deinen Preis erstmal richtig niedrig setzen sollen. 10 Dollar wären voll in Ordnung gewesen, weil du einfach noch nichts drin hast. Einfach noch gar nichts. Auch immer, Leute, wenn euch das Thema interessiert, ich habe eine OF-Analyse gemacht, eine OnlyFans-Analyse. Ich werde euch das mal unten in die Infobox verlinken, wenn ihr Bock habt. Schaut da gerne rein, guckt euch das Video an. Ein paar sehr interessante Informationen. Auch Katja, wenn du das Video anguckst, guck es dir gerne an, damit du nicht auf einige Typen eventuell auch reinfällst. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao!